Weißt du, was das Coole an so einem Monopod ist? Du fühlst dich immer wie so ein Goku mit seinem langen Stab. Aber weißt du, was noch viel geiler ist? Diesen langen Stab in Kombination mit einem Gimbal. Die meisten Einhand-Gimbals haben nämlich unten eine Viertel-Zoll-Schraube, die praktischerweise auf jeden Monopod passt. Du schraubst es einfach hier dran und schon hast du die Reichweite deines Gimbals nicht nur um einen komfortablen Griff erweitert, sondern auch um eine fucking Länge von ungefähr 1,80 Meter. Mit dieser Kombination erweiterst du quasi deine Reichweite und kriegst Shots hin, die du normalerweise nicht bekommen würdest oder nur mit einem Kran oder einer Drohne. Am coolsten macht sich das, wenn du sogar noch irgendwo erhöht stehst, zum Beispiel auf einer Leiter, auf einer Treppe oder einfach aus dem Fenster raus, geht auch. Du solltest allerdings dabei darauf achten, dass dein Gimbal nicht das Objektiv blockiert, wenn du zu weit nach unten gehst. Ansonsten hast du ein schwarzes Ding im Frame und das wollen wir eigentlich nicht. Wenn das, was du filmen willst, zu weit weg ist, kannst du einfach ein Teleobjektiv draufhauen auf deine Kamera und schon kriegst du noch ein bisschen mehr Nähe. Schau mir in die Augen, Kleines, und sag mir, dass dieser Monopod nicht cool ist. Jetzt mal im Ernst, diese Teile sollten verboten werden. Polizeischlagstöcke sind nichts dagegen. Und man kann hier meistens unten noch die Spitze ändern in eine spitze Metallspitze. Stab 'em up. Aber wisst ihr, was das Krasse ist? Das hier ist eine 3/8er Schraube. Das bedeutet, du könntest theoretisch das Ding nochmal an den weiteren Monopod schrauben. Ha! Geil! Das sollte ich mal probieren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Hau rein!